Ja, wir sind tatsächlich jetzt heute schon beim zweiten Mal. Ja, und ist wieder nicht alles neu. Natürlich haben wir schon vom letzten Mal Erfahrungen gemacht, aber ähnliche Voraussetzungen. Natürlich wollten wir auch ja, mal andere Gefilde noch betreten und ja, anderes austesten. Und das hat uns natürlich wieder vor tolle Herausforderungen gestellt. Genau, insofern ja, haben wir die gleichen Herausforderungen wie sonst. Das ist einfach das Eintoninstrumentarium. Ja, man ist für ein oder zwei Töne verantwortlich und muss trotzdem zusammen irgendwelche Melodien oder akkordischen Begleitungen hinbekommen. Dann haben wir uns aber über das bunte Instrumentarium dieses Mal tatsächlich auch noch an das sogenannte Tutting herangewagt. Das sind dann eher so Bewegungsabläufe, ganz spezielle. Und haben dazu selbst auch ein Playback produziert. Da haben wir buntes Instrumentarium gesampelt und daraus dann wirklich was Abgefahrenes gemacht, wo dann eben dazu diese Tutting-Performance läuft. Des Weiteren sind wir dieses Jahr selber Instrumentenbauer geworden und haben sogenannte Slapophones gebaut, also zwei Oktaven. Im Prinzip sind es einfach abgeschnittene Wasserleitungs- oder Heizungsrohre. Und dann halt je nach Länge haben die dann halt einen unterschiedlich hohen Ton. Das ist auch eine Nummer, die wirklich total fresh ist und super Spaß macht. Und wir haben dieses Mal als neues Element noch vor allen Dingen beim letzten Stück ganz viel Vokales mit dazu genommen und haben das dann eben mit allem, also bunten Instrumentarium und so weiter gepaart als Höhepunkt am Schluss. Also tatsächlich mache ich mir ständig darüber Gedanken. Das bunte Instrumentarium ist mein Steckenpferd und da dreht sich ganz viel bei mir drum. Aber der Kern oder das Herz von dem Buntensemble ist ja tatsächlich der, dass eben Studierende eben diese Arrangements schreiben, entwickeln und dann auch mit dem Ensemble erarbeiten. Und ja, wir probieren grundsätzlich die Hierarchien so niedrig wie möglich zu halten. Und jeder darf und jede darf seine Meinung äußern und Vorschläge, Verbesserungsvorschläge machen und so weiter. Und das klappt eigentlich ganz gut. Wir kommen immer zu einem guten Ende. Also das ist tatsächlich dann, wie soll man sagen, eine Arrangierfertigkeit, ja. Und das ist ja ein ganz wichtiger Prozess, der für Schule später auch wichtig ist, ja, weil da müssen ja dann eben die jungen Studierenden beziehungsweise irgendwann angehende Lehrkräfte auch wissen, wie arrangiere ich das Instrumentarium, was ich vor Ort in meiner Schule habe. Und ja, da geht es um solche Dinge, dass man so Frequenzbereiche beachten soll, aber auch, dass nicht alle auf die Eins spielen zum Beispiel, also die Rhythmik der unterschiedlichen Instrumentengruppen und so weiter. Und das findet hier eben auch statt, natürlich auf einem etwas höheren Level als dann letztendlich in der Schule. Deswegen auch diese ja, bedingungslose Schulbezogenheit, die hier natürlich stattfinden soll, damit sie später dann eben auch angewendet werden kann. Also tatsächlich, ja, und da bin ich total glücklich drüber. Ja, wird es total gut angenommen. Ich habe jetzt auch beim zweiten Mal haben wir keine Probleme gehabt, das Ensemble voll zu bekommen. Wir sind immer so bei 35, 40, mehr sollten es auch gar nicht sein. Und was mich am meisten freut, ist, dass dieser bunte Zugang einfach auf so eine große Akzeptanz stößt, in der Schulwelt oder in der Praxis eigentlich schon sehr lange. Wenn jetzt noch, sage ich mal, die erste und die zweite Phase noch mehr dahinter stehen würde und es tatsächlich auch noch mehr featuren würde, auch in der Forschung, ja, dann würde für mich ein Traum wahr werden.